Hallo ihr Lieben, heute mache ich einen Knödelauflauf. Dazu brauche ich Brötchen, Milch, Zwiebel, Eier, Knoblauch, gemischte Pilze. Ich habe Champignons und Kräuterseitling, die gibt es im Moment. Ich habe Joghurt, Schmand, Paniermehl und Butterschmalz. Die Brötchen sind da, da mache ich jetzt 300 ml Milch drüber. So, ich dünste die Zwiebelchen an. Das sind 200 Gramm. Ich habe rote Zwiebeln. Ich hatte euch ja schon mal gesagt, warum. Und dann kommt der Knoblauch dazu und dann die gemischten Pilze. Jetzt kommen die zwei Knoblauchzehen dazu und im Anschluss dann die Pilze. So, die Zwiebelchen und der Knoblauch sind angedünstet. Jetzt mache ich die Pilzmischung dazu, die ich klein gehackt habe und dünste das Ganze. Wenn das soweit fertig ist, würze ich alles mit Salz und Pfeffer. Gut, die Zwiebel-Knoblauch-Pilzmischung ist jetzt angedünstet. Ich werde das Ganze jetzt mit Salz und Pfeffer würzen und abkühlen lassen. Ihr Lieben, alle Zutaten sind jetzt fertig. Die Pilz-Zwiebel-Knoblauch-Mischung ist fertig. Jetzt kommt zwei Eigelb, zwei Eier, der Schmand, 100 Gramm und 100 Gramm Joghurt ohne Geschmack. Kommt damit rein. Ich habe griechischen Joghurt, der schmeckt immer sehr gut, weil er einen hohen Fettanteil hat. Das wird jetzt alles da untergemischt. Okay, dann nehmen wir erstmal die lecker Pilz-Zwiebel-Knoblauch-Mischung. Und es riecht sehr gut. Kann einem schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Jetzt mische ich das erstmal und dann kommt der Rest, den ich noch hier habe, dazu. Okay, die Pilzmischung ist untergehoben. Jetzt mache ich die Schmand-Joghurt-Mischung rein. Joghurt und Schmand hebe ich jetzt noch unter. Wenn das Ganze gut untergehoben ist, kommen noch die Eier dazu. So, jetzt mache ich die Eier noch drunter und dann wird das Ganze noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. So, das Ganze ist jetzt gemischt. Jetzt kommt noch Salz und Pfeffer dazu. Ihr müsst es halt abschmecken, wie viel Salz und Pfeffer ihr gerne möchtet. Gut, ich habe das Ganze jetzt abgeschmeckt. Das kommt jetzt hier in unsere Auflaufform und anschließend in den Backofen. Die Auflaufform ist befüllt mit der Brötchen-Pilz-Zwiebelmischung. Jetzt mache ich noch ein bisschen Öl oben drüber und dann geht die ganze Sache bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 75 bis 80 Minuten in den Backofen. Hallo, so sieht unser Auflauf aus. Ich werde ihn dann anschneiden und zeige euch den nochmal von innen. Er riecht gut, er ging gut aus der Form raus. Also ich würde erstmal sagen, perfekt. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, über einen lieben Kommentar oder ein Abonnement. Viel Spaß beim Nachkochen. Ich habe gerade den Knödel mal in der Mitte geteilt. So sieht er aus von innen. Ist sehr gut. Ich lasse ihn noch einen Moment abkühlen, damit ich ihn besser schneiden kann.